Außerdem ist SQL für den Umgang mit großen Datenmengen optimiert. Und genau um das Thema geht es ja in der Wissenschaft sehr. In unseren letzten Videos hatten wir dir einige Programmierthemen vorgestellt, die auch immer wieder Teil unserer Carpentry-Workshops sind, wie zum Beispiel Python, die Unix-Shell oder Wikidata. Heute stellen wir dir auch ein Thema aus der Carpentry-Reihe vor, nämlich SQL. Vielleicht hast du sogar schon mal was von SQL gehört, denn wie auch die Unix-Shell ist SQL schon lange eine wichtige Komponente in den verschiedensten Programmen. Aber wir starten wie immer ganz von vorne. Was ist SQL? Wofür wird SQL genutzt? Und wie kann dir SQL in deinem Berufsalltag nützlich sein? All das klären wir jetzt. Was ist also SQL? Während die Unix-Shell eine Arbeitsumgebung ist, ist SQL eine Sprache. Genauer gesagt steht SQL für Structured Query Language, also es ist eine Abfragesprache. Vielleicht hast du unser Video über Wikidata gesehen. Dort haben wir dir die Abfragesprache Sparkle gezeigt, die im Wikidata Query Service gezeigt wird. Sparkle ist, wie man schon am Namen erkennen kann, inspiriert durch SQL. Auch andere Abfragesprachen wie zum Beispiel Cypher finden ihren Ursprung in SQL. Das liegt daran, dass es SQL oder auch SQL schon seit den 70er Jahren gibt und so in ziemlich jedem Gerät verbaut ist, das wir im Alltag nutzen. Sei es in unserem Smartphone, in unseren Rechnern oder in Anwendungen wie Netflix. SQL als Abfragesprache wird benutzt, um relationale Datenbanken abzufragen und zu bearbeiten. Relationale Datenbanken bestehen aus einer oder mehreren Datentabellen mit Spalten und Zeilen, so wie wir sie auch aus Excel kennen. Diese Tabellen können miteinander verknüpft werden, wenn ein Feld aus einer Tabelle mit einem Feld aus einer anderen Tabelle abgeglichen werden kann. Zum Beispiel haben beide eine Spalte mit ISSNs von Zeitschriften. SQL-Abfragen oder Queries sind die Befehle, mit denen du Daten aus einer Datenbank abfragen und auch Berechnungen durchführen kannst. Warum sollte man SQL verwenden? SQL ist sehr etabliert und immer noch weit verbreitet. Vor allem, weil die SQL-Abfrage der natürlichen Sprache sehr ähnelt und an einen englischen Satz erinnert. Hier siehst du ein Beispiel einer SQL-Abfrage. In dem Fall ist Title die Spalte der Tabelle, Books ist der Name der Tabelle und die ISBN ist die ISBN, die du auswählen möchtest. Die Abfrage klingt dann also so: Select title from books, where ISBN gleich und die entsprechende ISBN. Du kannst mit SQL die Daten von deiner Analyse getrennt halten. Es besteht also kein Risiko, dass du mit deiner Analyse die Daten änderst, wenn du sie analysierst. Und du kannst gespeicherte SQL-Abfragen leicht wiederverwenden, wenn du neue Daten hast. Außerdem ist SQL für den Umgang mit großen Datenmengen optimiert. Und genau um das Thema geht es ja in der Wissenschaft sehr. Es gibt einige Möglichkeiten, wie du SQL im Bibliothekskontext nutzen kannst. Zum Beispiel kannst du damit sowohl kleine als auch große Änderungen an Metadatensätzen in Bibliotheksdatenbanken vornehmen. Bei Tabellenkalkulationen mit Daten, die über Ordner verstreut sind, kann dir SQL dabei helfen, diese Daten zu verbinden in einer Datenbank und sie dann auch gesammelt abfragen zu können. Um SQL nutzen zu können, gibt es eine Reihe von verschiedenen Datenbankverwaltungssystemen für die Arbeit mit relationalen Daten. Zum Beispiel MySQL, DBeaver oder Microsoft Access. In der Library Carpentry Lesson zu SQL benutzen wir den DB-Browser vor SQLite. Das war unser kurzer Überblick zu SQL. Wenn du jetzt selbst SQL ausprobieren möchtest, dann schau gerne mal in unserer Carpentry Lesson vorbei. Die verlinken wir dir auch in der Infobox. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne unseren Newsletter abonnieren, in dem wir dir Infos zu den kommenden Workshops liefern. Dort wirst du auch den einen oder anderen SQL-Workshop finden. Verfolge gerne weiter unseren Kanal. Dort stellen wir immer wieder neue Screencasts zu verschiedenen Programmierthemen ein. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.